Die anderen gehen in Ordnung. Ich rede mit ihm, ich denke, was ist denn das jetzt? Lukas glaubt, er braucht einen neuen Auspuff. Und du sollst das Geld dafür locker machen. Wenn das Teil auch kaputt ist. Wie konnte das denn passieren? Der Roller ist doch fast neu. Ja, schon, aber ein Auspuff ist nun mal ein Verschleißteil. Lass mal sehen. Ja, das Ding ist hin, leider. Besorgt ein neues. Echt? Ja, siehst du? Sagen Sie mir aber bitte, was Sie ausgelegt haben, ja? Das kostet nicht viel. Kann ich aber erst morgen machen. Ich muss noch rüber ins Restaurant. Ja, kein Problem. Solange nehme ich mein Fahrrad. Wenn du willst, helfe ich in der Mittagspause beim Einbau. Super. Doktor, was hast du mit mir vor? Moment, gleich sind wir da. Es ist verboten, den Reiseleiter zu küssen. Das gilt nicht. Doch. Außerdem ist seinen Anweisungen unbedingt Folge zu leisten. Und die Bären? Begleiten Sie mich jetzt bitte ganz unabhängig. Aber die Augen noch zulassen, bis ich es sage. Nicht schummeln. Aye, Sir. Dauert es noch lange? 5 Sekunden. Warte auf den Signalton. 1, 2, 3, 4. Du bist ein Zauberer. Sogar ein Champagner hast du gedacht. Und? Denn natürlich weiß ich, dass ich zugesagt hatte. Deswegen rufe ich ja an, um abzusagen. Ich bitte Sie. Davon geht doch die Welt nicht unter, wenn mein Gesicht auf diesem Empfang fehlt. Pardon, Herr Stein muss jetzt in eine dringende Besprechung. So einfach ist das. Wie zwei 16-jährige Teenager. Oh, Prinzessin. Aus dem Alter bist du natürlich raus. Kann ich dich kurz sprechen? Klar, ich habe dir auch was zu sagen. Bis später. Was sollte denn die Bemerkung? Kim und ich sind ja nicht erst seit gestern zusammen, oder? Eben. Ich denke, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du wenigstens versuchst, etwas besser mit ihr auszukommen. Außerdem würdest du mir damit einen Gefallen tun. Du sprichst kein Wort, kein Ort, der nicht nach dir schmeckt. Und auch dein Gefühl, das in mir steckt. Doch bitte, neue Pläne spinnen. Hey, lass uns doch noch mal. Ich glaube, ich träume. Meine Tochter übt eine hausfrauliche Tätigkeit aus. Tut mir leid wegen dem Chaos. Ich mach's doch wieder weg. Versprochen. Und ich dachte immer, du kriegst Ausschlag, wenn du dich länger als 2 Minuten in der Küche aufhältst. Bisschen. Kommt nie wieder vor. Was sollst du werden, wenn's fertig ist? Muffins mit Mandeln. Die gehen auf der Schulparty weg wie nichts. Luisa hat mir das Rezept da gelassen. Einen Abend am Meer muss man einfach schön finden. Ja, aber erinnerst du dich das letzte Mal, dass du so etwas bewusst erlebt hast? In so einer Stimmung brauche ich eigentlich gar keinen Champagner. Trotzdem schön, dass du daran gedacht hast. Und an die Kerzen. Hey. Aber mir kommt es mehr auf die einfachen Dinge an. Weißt du? Mit dir am Herz stehen und kochen. Zusammen wandern gehen. Oder schwimmen. Kein Problem. Solange du beim Angeln auf mich verzichtest. Gefällt es dir? Ach, von so süßen Einfällen lasse ich mich gerne öfter überraschen. Is all that I can give to you love. Hi, Carina. Wartest du auf jemand? Da bist du ja. Ich hab dir was mitgebracht. Hier.
als kleines Dankeschön für den Trip auf dem Motorrad. Und sind ein bisschen verbrannt. Ich hoffe, sie schmecken trotzdem. Hast du die selbst gemacht? Mhm. Ich habe doppelt so viele Mandeln reingetan, wie im Rezept steht. Ach, dann ist mein Tag gerettet. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, Carmen. Machst du mir einen Espresso? Gern. Wenn jemand frühmorgen so gut gelaunt ist, muss er eine aufregende Nacht hinter sich haben. Eine besonders aufregende. Wusstest du eigentlich, dass es bei uns noch Strände gibt, an denen man ganz für sich allein sein kann? Wir haben unter freiem Himmel geschlafen, Philippe und ich. Wie romantisch. Es war wunderschön. Genauso, wie ich das mir immer geträumt habe. Warum passiert sowas immer nur den anderen? Sowas kann man nicht erzwingen, Mühle. Ich weiß. Wobei es ja Menschen gibt, die glauben, romantische Stunden laufen nach Patentrezept ab. Mein Bruder zum Beispiel. Ach ja? Und wie soll das aussehen? Andreas sagt immer, bei Kerzenlicht und Champagner schmilzt jede Frau. Ich weiß, er meint es nicht so, aber wie oft habe ich diesen Spruch schon gehört? Nachdenken? Nein, nein. Ja, stimmt, ich habe nachgedacht. Über Kim und mich. Aha. Hat es in der letzten Zeit nicht leicht gehabt mit mir. Mit dir übrigens auch nicht. Ich sag doch, ich tue mein Bestes. Im Prinzip habe ich ja nichts gegen sie. Ich habe mir überlegt, ich glaube, ich werde sie heiraten. Die Suche nach dem Paradies geht weiter. Mallorca. Montag. Mallorca. Montag bis Freitag Vormittag auf Pro 7.